Herr Knabe? Herr Knabe? Ja, hallo. Hallo. Vielen Dank, dass Sie wieder Zeit für uns gefunden haben. Ja, sehr gern. Zeit habe ich ja. Ja, und danke für den leckeren Aperitif. Ja, der schmeckt, ne? Schwedenkräuter, von meinem Großvater noch das Rezept. Wie war denn die Anfangszeit des Krieges als frischer Rekrut für Sie? Ah, Sie meinen, als ich 1933 eingezogen wurde von der Wehrmacht? Genau. Ja, das war so, dass ich damals noch als einfacher Bäckerslehrling eingezogen wurde, 1933 zur 28. Division an der Havel. Sie kennen vielleicht hier, Sie kommen da auch aus Spandau bei Eiswerder. Da stehen noch die alten Baracken, die Kasernengebäude. Heute sind da so eine neumodischen Dinger drin, Depots. Fragen Sie mich nicht, was da läuft. Ich habe gehört, da gibt es so eine Partys, so eine Bums-Partys. Ja, jedenfalls damals haben wir keine Partys da geschmissen. Hören Sie mal, der Oberstleutnant Semrau hat mich damals ganz schön rangenommen. Wo ist der Neue? Sie haben ja gerade gesagt, dass Oberstleutnant Semrau Sie ordentlich rangenommen hat. Wie war er denn so? Der Semrau jetzt? Ja, der Oberstleutnant. Oberstleutnant Semrau, ja. Damals, als ich erinnere mich, als wäre es heute, gestern meine ich, als ich meinen ersten Tag hatte, da direkt Klamotten bekommen und dann ging es auch schon rasch in die Baracke zum ersten Appell. Kadett Knabe! Ja, und der Semrau, der hat sich direkt für mich verantwortlich gefühlt. Ne? Das war ein Netter. Bei dem ging auch alles immer direkt schnell. Da war noch Zucht und Ordnung, sagt man damals auch schon. Ja, bei dem immer alles ganz unkompliziert und fix. Nicht so wie heute beim Amt, wenn ich mit meiner Rente schon oder hier für die Rente auch von Margarete dahin muss und dann irgendwie warten und ich werde da immer ganz schön harsch angemacht. Ich hätte ja keinen Termin und ob ich denn blöd sei und so. Damals ging das immer rucki-zucki. Was bist du denn für einer hier? Gerade vom Land frisch reingekommen, was, Junge? 3 Haare am Sack und mal zu ganz Panzer fahren! Mann, ey! Rapp in die Kaserne mit dir jetzt! Zack, zack, Anmeldung! Ah! Ja, und die Verpflegung, die war auch super. Ne? Also da gab's dann richtig schön vom Oberst Majoran, Oberst Leutnant, Major war er noch nicht damals. Majoran esse ich auch ganz gern. Vor allem zu schön Bregenwurst mit Grünkohl. Nee, das war nicht Majoran, das war Mascarpone. Nee. Meerrettich. Da. Was war die Frage? Verpflegung. War lecker. Ne? So, mein Junge, jetzt gibt's erstmal lecker Frühstück hier. Erste richtige Mahlzeit als Mann, würde ich sagen, ne? Wanda! Was mit Besteck oder so? Gabel? Besteck! Gabel! Bist du denn geistig gestört, Junge? Brand hier! Raus, Junge! Schmeck doch! Und jetzt raus, Training! Was mir auch immer sehr gefallen hat, waren die Schussübungen. Da ging's immer heiß her. Am Anfang hatte ich da noch leichte Schwierigkeiten. Aber sobald ich den Dreh oder die Kniffe
Von der Knifte. Rock an den! Laden! Sicherheit raus! Und Schuss! Bist du das Wahnsinn? Da wird der Hund in der Pfanne verrückt! Das ist doch nicht immer den Schmarrschmatzen, Mensch, Junge! Raus, runter, jetzt kein Morgen mehr! Zack, 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 zack! Und zurück! Spontaner Beschuss! Reiner, so ist gut! Und wieder hochspringen, du bist motiviert, Junge, du willst schießen! Einmal runter, einmal hoch! Und dann siehst du den Panzer, Deckung suchen! Wo willst du denn sonst Deckung suchen? Ja, hopp, 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 hopp! Will ich rennen sehen! Luftangriff! Reicht raus! Siehst du das hier? Das ist ein dreckiger Schuh! Genauso wie du gerade in der scheiß Kloake hier drinnen liegst! Sauber machen! Jetzt! Ja, schön, schön, schön! Weiter auf den anderen hier! Guck mal! Kannst dich dran gewöhnen! Was ist das denn? Drecksau! Ja, genau wie du, oder? Ja, Sir! Wunderbar! Also, was ist das? Drecksau! Und wer ist noch Dreck? Ich! Sehr gut! Herr Knabe? Herr Knabe? Ja? Wie haben Sie eigentlich damals das Panzerfahren für sich entdeckt? Herr Knabe? Herr Knabe? Ja? Ich wiederhole es nochmal. Wie haben Sie damals das Panzerfahren für sich entdeckt? Oh ja, das Panzerfahren. Das war so, wir hatten ja verschiedene Übungen. Ich hatte eine Grundausbildung. Und da gehörte auch das erste Fahren eines Kettenfahrzeuges dazu. Und am Anfang bin ich gefahren wie Scheiße. Herr Knabe! Wir kommen bei der 28. Panzerdimension! Haben Sie noch Fragen? Was? Ich habe Sie gefragt! Haben Sie noch Fragen? Nein! Dann rein da! Jetzt zack! Oh. Ja! Jetzt da, los, da, los! Haben Sie mich gerade angefasst? Runter! Runter, Abbruch! Das ist eine Katastrophe! Runter, nun, jetzt! Kadett Knabe, heute erste Panzerlektion! Wilhelm! Sofort! Ja, Sir! Rechte Hand! Rechter Steuerknüppel! Linke Hand! Linker Steuerknüppel! Stopp heißt Stopp! Und jetzt ab nach Hause, ich hab Knast wie Sau, die Frau wartet. Okay. Schön durch den Pack. Durch, jawohl. Was ist das denn hier? Anfahr, das ist ja Scheiß, ist das hier? Links! Links, hab ich gesagt. Was ist das denn? Links! Das ist ja meine Oberfernfässer. Ich hab einen 2 Jahre alten Enkel, der hat einen Bobbycar. Scheiße, das ist mein Alter, das hier, Mensch. Und du kommst hier. Wohin willst du, Junge? Weg! Weg! Und jetzt gib Stopp da! Los! Ei, 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 ei! Mutter Jesus! Was ist das denn hier? Eine Katastrophe! Scheiße, verdammt! Und jetzt zieh durch da! Ich will, dass du Gas gibst, Junge! Zieh mal links hier rüber! Und die Sache war scheiße! Gang rein! Gang rein! Jawohl! Jawohl! Jetzt fliegt! 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 Was machst du denn, Junge? Dein Ernst ist fliegt! Mutter liegt! Deine Fresse, ey! Da hat doch blind ein Brückstock mehr drauf! Was soll die Scheiße hier? Sei doch nicht da, ey! Das ärgert sich gut, da, Junge! Runterziehen, nein! Super! Super! Wer darf die Scheiße rausfahren? Ja, genau! Fahr doch rein! Fahr rein! Dann leck mich am Arsch hier! Aber irgendwann hatte ich den Kniff wieder. Den hatte ich dann raus. Und dann ging's ganz gut. So, Kadett Knabe, jetzt ruhig nach Hause, ab in der Garage damit. Kein Stress jetzt mehr. Sehr gut. Motor aus, roter Knopf. Motor aus. Hey! Bist du denn geistig gestört, Junge? Das ist Schießen! Ich raste aus! Das kann sich doch keiner geben! Bist du denn bekloppt? Alter. Junge, meine Fresse! Da kannst du Leute mit umbringen! Ich kann doch gleich Granaten und angezündet mit deinem Scheiß wegnehmen hier! Die alle Leute sein. Geil!
Und dann nach ein paar Monaten der Übung war ich dann auch selber schon Panzerkommandant mit meiner eigenen Besatzung. Das ging bei mir wohl überdurchschnittlich schnell. Ich habe dann auch so eine Medaille bekommen, damals noch aus richtig Kruppstahl. Naja, und dann hatte ich sehr schnell, also ich hatte das Gefühl, der Semrau hat mir mehr auf den Weg gegeben, als einfach nur die ganzen Lehrgänge. Ich hatte dann, ich wurde zu einem richtigen Mann durch den Semrau. Bist du besoffen oder was? Kannst du nicht einfach langballern über den Pkw rüberfahren, Mann? Wir sind nicht bei den Feldjägern oder so. Wir sind bei den GSG, bei den Starspatzen. Und jetzt weiter. Okay, das war's. War's schon? Ja. Ja, Leute, so war das damals, nicht wahr? Mittlerweile bin ich schon etwas in die Jahre gekommen und lebe nun meine pazifistische Seite aus. Der Krieg hat mir nie vergessliche Erinnerungen bereitet, aber von nun an treibe ich meinen Schabernack im Internet. Bei World of Tanks. Da wird noch richtig gelötet. Wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt, ist dieses Video unterstützt durch Produktplatzierung. Wenn ihr wollt, könnt ihr also den Einladungscode aus der Videobeschreibung benutzen, um einen Premium-Panzer, den T-127, also einen T-3-Panzer, den habe ich damals auch mehrmals weggelötet, zu erhalten. 7 Tage Premium und 1000 Gold. Gönnt euch, meine lieben Kinder. Und jetzt ab zurück in der Eistonne. Tschüssi.